Ich möchte mich in diesem Video einmal damit beschäftigen, wie man die Lüfterdrehzahl bei einem Intel NUC PC Micro 5000 der Firma Wortmann einstellen kann. Dazu schalten Sie bitte einmal das Gerät ein und drücken, wenn der Startbildschirm angezeigt wird, ein paar Mal die Taste F2. Dann gelangen Sie hier in die Setup-Einstellungen des Rechners. So, wenn es jetzt gleich scharf stellt, geht es auch weiter. Hier oben sehen Sie den Menüpunkt Cooling, den können Sie mit der Maus anwählen. Und hier haben Sie die verschiedenen Betriebsarten des Lüfters. Es gibt auch eine Fanless-Betriebsart, das heißt, der Lüfter in dem Gerät wird sich zu keinem Zeitpunkt einschalten. Klar, das ist sehr ruhig, würde ich allerdings in Umgebungen, die eine etwas höhere Raumtemperatur haben, nicht nutzen, bevor das Gerät überhitzt. Sie sehen hier oben, die Prozessortemperatur beläuft sich aktuell auf 40 Grad. Im Balanced Mode wird unter 40 Grad der Lüfter deaktiviert. Sie hätten dann hier auch noch die Einstellungsmöglichkeiten. Quiet, Cool, das ist eine erhöhte Lüfterdrehzahl. Und Sie haben hier unten den Fanless Mode. Den, wie gesagt, aber nur anwählen, wenn Sie wirklich sicher sind, dass das Gerät nicht zu warm wird. Um die Einstellung abzuspeichern, ich gehe jetzt mal wieder auf Balance, das ist die Standardeinstellung. Drücken Sie bitte einmal die Taste F10. Das Gerät fragt, ob die Einstellungen abgespeichert werden sollen. Hier einmal mit OK bestätigen und die Einstellung ist drin. Gerät startet neu. Ja, das wäre es mit der Lüftereinstellung bei so einem Terra PC Micro 5000 Intel NUC.